Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um das Schichtmodell nach Geißler gehen. Dabei ist es eine Erweiterung des Schichtmodells nach Dahrendorf. Wie immer würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr jetzt kostenlos ein Abo da lasst. Gerne könnt ihr unser Video auch liken und ansonsten drückt jetzt auf den Abo-Button. Ist für euch kostenlos, ist aber eine Riesenunterstützung für uns und dementsprechend freuen wir uns, euch als Abonnent zu begrüßen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Und zwar haben wir das Video heute unterteilt in erstmals die Definition des Schichtmodells nach Geißler, also das Hausmodell, was eben von Dahrendorf erweitert wurde. Und dann gucken wir uns die Details rund um das ganze Modell an. Wir starten direkt mit der Definition und ganz wichtig zu wissen ist eben, dass das Modell deutlich später entstanden ist als das Modell von Dahrendorf. Das ist ja in den 1960er Jahren entstanden. Dieses Modell hingegen ist in 2009 entstanden. Das Ganze wurde eben durch Rainer Geißler erweitert und er hat das Ganze dann niedergeschrieben bzw. aufgefasst. Was hat er jetzt konkret gemacht? Er hat genauso wie eben auch das ursprüngliche Modell hat er differenziert nach Berufshierarchien. Das heißt, auch er ist nicht auf vertikale bzw. horizontale Faktoren eingegangen. Allerdings hat er eben ganz klar dargestellt, was die Berufshierarchien im Schichtenmodell sozusagen bedeuten. Dabei hat er, und das ist ganz wichtig, deutlich ausdifferenzierter gearbeitet als eben Dahrendorf. Das heißt, sein Modell ist deutlich komplexer geworden und insbesondere hat er auch nochmal die ausländischen Mitarbeiter bzw. Arbeiter integriert. Das heißt, das hat ja in dem Modell von Dahrendorf eben komplett gefehlt. Er hat da ja nur grob differenziert und hier wird das deutlich ausdifferenzierter dargestellt und die Integration der ausländischen Arbeiter ist eben auch ein Teil. Dabei werden diese an die Wand des Hauses sozusagen dargestellt, also wenn man sich das verbildlich darstellt, dann werden die an der Wand des Hauses sozusagen angedutscht. Da kommen wir aber gleich noch zur Kritik, das werden wir dann noch uns genauer angucken. Zuvor würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, gerne ein Like da lasst, guckt auch in die Videobeschreibung, da gibt es einen Link rund um unseren Instagram-Kanal und unseren Podcast auf Spotify und allen anderen gängigen Plattformen. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit den Details und ich habe das gerade schon angedeutet, es gibt natürlich enorm viel Kritik an diesem Modell, denn diese Unterteilung, die er da vorgenommen hat, grenzt Ausländer enorm ab. Er hat tatsächlich ja eben die Ausländer sozusagen an die Seite gemacht und das zeigt natürlich oder stellt das Ganze dar nicht als integrierte Gruppe, sondern als aussegregierte Gruppe und das ist natürlich nicht wünschenswert und tatsächlich ja auch gar nicht der Fall, sondern die meisten Leute sind ja tatsächlich sehr gut integriert und dementsprechend ist diese Unterteilung natürlich sehr fragwürdig. Allerdings hat er das Ganze auch schon manipuliert und hat gesagt, okay, das war jetzt nicht so in diesem Sinne gemeint, es sollte einfach nur eine Ergänzung in Bezug auf ausländische Mitarbeiter sein. Also hier einfach ein Missverständnis eventuell, aber das sollte man als Kritikpunkt dennoch immer erwähnen. Allerdings kann man auch sagen, dass die Verbildlichung dennoch gelingt durch Form als Haus. Wenn ihr euch die Bilder im Internet einmal kurz anguckt, dann seht ihr, das Ganze ist enorm verbildlicht und ist dementsprechend auch sehr positiv und einfach zu merken. Das kann allerdings auch ein Problem sein, denn dadurch, dass er es so stark ausdifferenziert hat, ist es wesentlich unübersichtlicher, als wir das in dem Modell nach Dahrendorf haben. Das heißt, wir haben eine fehlende Übersichtlichkeit, die eben durch diese weiteren Unterteilungen hervorgerufen wird. Das ist leicht negativ, aber dennoch müssen wir das natürlich auch als positiv vermerken, dass das Ganze überhaupt verbildlich ist und dadurch dennoch gut zu merken ist. Das soll es aber gewesen sein von diesem Video rund um das Modell nach Geißler. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Gerne könnt ihr auch auf unserem Instagram auschecken, was da so abgeht. Ansonsten hört in unseren Podcast rein. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Und damit würde ich sagen, haut rein und ciao. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die Sinusmilieus gehen. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, wir starten direkt. Zuvor könnt ihr uns gerne ein Abo da lassen. Das ist eine Riesenunterstützung für uns. Dementsprechend lasst jetzt ein Abo da. Abonniert unseren Kanal, um uns zu unterstützen. Kostenlos für euch. Eine Riesenunterstützung für uns. Dementsprechend würde ich sagen, starten wir aber jetzt ins Video. Und zwar unterteilen wir das Video heute zunächst in die Definition der Sinusmilieus. Was ist das Ganze überhaupt? Und dann gucken wir uns nochmal die Details an. Starten wir mit der Definition. Und die Sinusmilieus wurden, oder dieses Modell des Sinusmilieus wurde in den 2015 entwickelt im Sinus-Institut, das ist ein Marktforschungsinstitut, was sich eben ja die Aufgabe gemacht hat, sozusagen die Gesellschaft zu beschreiben und unter anderem natürlich auch mit Marktforschungszwecken versucht hat, einzelne Gruppen herauszufiltern, die dann eben mit Marktforschungszwecken zielgerichteter agieren können.
Das ist aber die Idee des Sinus-Instituts. In der Sozialwissenschaft werden diese Sinus-Milieus eben als deutlich differenzierteres Modell benutzt, was man zum Beispiel im Vergleich zum Hausmodell nach Geißler oder nach Dahrendorf hat. Guckt euch dazu gerne unsere Videos an, ansonsten möchte ich sagen, geht es direkt weiter. Und zwar nehmt das Sinus-Institut eine Differenzierung durch vertikale und horizontale Faktoren vor. Das heißt, während wir sonst sehr eindimensionale Faktoren in den Modellen haben, haben wir hier verschiedene Faktoren und horizontale Faktoren, die eben interessant sind und die berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt man Lebensziele genauso wie Vorstellungen und Werteorientierung. Das heißt, die verschiedenen Gruppen, die dort gekennzeichnet werden, werden nach Lebenszielen aufgeteilt. Genauso wird sich eben angeguckt, okay, was sind die Vorstellungen der einzelnen Gruppen und was sind die Werteorientierungen der einzelnen Gruppen. Zuvor, bevor wir uns jetzt den Details angucken, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal ein Abo da lasst, gerne ein Like da lasst, ansonsten kommentiert das Video und guckt gerne den Links in der Videobeschreibung, da geht es einmal zu unserem Podcast und auch zu unserem Instagram. Ansonsten würde ich sagen, geht es direkt weiter mit dem nächsten und zwar mit den Details. Und hier haben wir uns jetzt mal angeguckt, was sind so die Kritikpunkte bzw. die positiven Punkte des Modells. Und zwar ein definitiver positiver Punkt im Vergleich zu anderen Modellen insbesondere ist, dass es eine erhöhte Komplexität gibt, die in diesem Modell vorhanden ist und die kann dadurch natürlich die Gesellschaft zunehmend darstellen. Das heißt, das letztendliche Ziel von Modellen ist es ja immer nur, grob strukturiert einen praktischen Inhalt wiederzugeben. Und da haben wir jetzt tatsächlich mal das erste Mal, dass ein Modell schon sehr nah an die Realität drankommt und dass die Komplexität der Gesellschaft schon durchaus dargestellt wird. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass diese hohe Abstraktion, die das Sinus-Institut hier verwendet, natürlich ungeeignet ist, um letztendlich in die Details der Gesellschaft einzudringen. Denn Gesellschaft ist etwas sehr Differenziertes und von vielen Individuen zusammengesetzt. Und das können wir natürlich durch eine hohe Abstraktion, die hier in diesem Modell eindeutig stattfindet, nicht gewährleisten. Dementsprechend diese hohe Abstraktion, die durchaus problematisch ist. Gleichzeitig hat man eine fehlende Übersichtlichkeit, wenn ihr euch das Modell einmal im Internet anguckt. Wir können euch das leider hier nicht zeigen aus Grund von Copyright-Gründen, dementsprechend verzeiht uns das, aber wenn ihr euch das einmal kurz anguckt, dann seht ihr, da haben wir eine fehlende Übersichtlichkeit. Das heißt, die einzelnen Details führen auch dazu, dass es weniger Übersichtlichkeit gibt, die es in anderen Modellen durchaus gibt. Das heißt, wenn wir uns Geißler oder eben Dahrendorf angucken, dann haben wir dadurch aus eine höhere Übersichtlichkeit, als es eben in diesem Modell des Sinus-Institutes ist. Und das soll es auch schon gewesen sein zu diesem Modell des Sinus-Institut, dem Sinus-Milieus. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ansonsten lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, das ist kostenlos für euch, ist eine Riesenunterstützung für uns. Guckt auf unserem Instagram vorbei, checkt unseren Podcast aus, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Dann soll es das gewesen sein. Haut rein und ciao. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um das Schichtmodell nach Dahrendorf gehen. Dabei würden wir uns ganz riesig freuen, wenn ihr dranbleibt. Gerne könnt ihr unseren Kanal jetzt kostenlos abonnieren. Wir machen hier viele Videos rund um alle Themen, die sich so mit Schule und Studium beschäftigen. Dementsprechend lasst jetzt ein Abo da, unterstützt uns und lasst auch gerne ein Like da. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt ins Video. Und zwar wollen wir das ganze Video heute so unterteilen. Wir gucken uns erst die Definition des Schichtmodells an und dann gucken wir uns nochmal Details an, wie Kritik bzw. ja, weitergehende Informationen über das Modell an sich. Starten wir mit der Definition und ja, man sieht schon, das ganze Modell ist in den 1960er Jahren entstanden. Das heißt, Ralf Dahrendorf hat das in diesen Jahren entwickelt. Man hat kein konkretes Entstehungsdatum, auch nicht ein Veröffentlichungsdatum ist bekannt geworden. Allerdings hat man eben ja, festgestellt, dass das Ganze in den 1960er Jahren entwickelt wurde. Und da muss man natürlich berücksichtigen, wenn das 1960 oder um diese Jahre eben entwickelt wurde, dann hat es natürlich auch Einflüsse aus der Zeit ganz klar mitgenommen. Allerdings differenziert er nur nach Berufshierarchien. Das heißt, wir haben ja andere Schichtmodelle, die sich auch noch andere vertikale und horizontale Faktoren einbeziehen, wie zum Beispiel die Sinusmilieus, die gucken wir uns in einem anderen Video an. Hier geht es aber ausschließlich darum, nach Berufshierarchien zu differenzieren. Das heißt, diese Differenzierung nach Berufshierarchien in Schichten ist ganz typisch für seine Definition nach Dahrendorf. Die wurde ja später nochmal ergänzt, kommen wir aber gleich zu. Außerdem legt er fest, dass größtenteils in Arbeiterschicht und Mittelstand unterteilt wird. Außerdem gibt es noch die Unterschicht, die ist allerdings nur mit 5% vertreten. Arbeitereliten, die sind auch nur mit einer geringen Prozentzahl vertreten. Und dann gibt es sozusagen noch einen falschen Mittelstand, sowie
Die Dienstklasse, die noch relativ groß ist, zum Beispiel in Deutschland haben wir das ja offensichtlich relativ groß, weil es ein relativ großes Beamtentum gibt, beziehungsweise relativ viele Menschen eben am Staatsapparat sozusagen arbeiten. Gleichzeitig gibt es dann laut ihm aber auch noch die Eliten, die im oberen Teil des Hauses wohnen. So ist das ganze Modell ja aufgebaut. Und diese Eliten sind sozusagen unter 1% und vertreten eben eine ganz geringe mit Kapital angesetzte Masse. Zum Beispiel wäre jetzt ein Vorstandsvorsitzender Teil dieses Schichtmodells. Und damit würde ich sagen, was ist auch schon zur Definition? Kommen wir nun zu einer kurzen Werbepause. Und zwar würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Gerne könnt ihr das machen, indem ihr auf Instagram folgt, auf Spotify folgt. Da haben wir einen Podcast, den gibt es auch auf Apple Podcasts und allen anderen gängigen Plattformen. Dementsprechend lasst jetzt unbedingt ein Like da und ja, folgt uns auf den Plattformen. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu den Details über. Und zwar gibt es bei den Details ein ganz wichtiger Hinweis. Und zwar wurden weitere Unterteilungen von anderen vorgenommen. Das heißt, wir werden uns auch nochmal später ein anderes Schichtmodell nach Geisler angucken. Das ist eine der bekanntesten Unterteilungen, die eben von diesem Hausmodell nach Dahrendorf nochmal übernommen wurden, beziehungsweise die nochmal abgeändert wurden. Dabei ist es besonders schön, dass dieses Schichtmodell ja sehr stark verbildlicht. Das heißt, wenn ihr das Ganze mal googelt, dann werdet ihr sehen, es gibt da bestimmte Hausmodelle, die das Ganze auch sehr veranschaulicht darstellen. Und gleichzeitig hat man natürlich auch eine enorme Simplifizierung, dadurch, dass eben nur die Berufshierarchien einbezogen werden und man das ganz klar in wenige Schichten einteilt, beziehungsweise ja dieses Haus nutzt. Hat man natürlich eine begrenzte Fläche, simplifiziert das Ganze und dadurch ist es sehr einfach zu merken, sehr einfach ja, darzustellen. Allerdings berücksichtigt es dadurch natürlich auch viele Sachen nicht. Und das ist genau einer der Kritikpunkte. Man hat eine fehlende Berücksichtigung von weiteren sozialen Unterschieden. Das heißt, ich habe gerade schon mal angesprochen, es gibt andere Modelle, wie zum Beispiel die Sinus-Milieus, die berücksichtigen zum Beispiel eben soziale, wie auch Lebenschancen, Lebensweisen, davon einfach die Aspekte, die hier in diesem Modell komplett beiseite gelassen werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein gutes Modell, was man sich für den Anfang insbesondere merken kann und später dann natürlich nochmal weiter ausdifferenzieren kann und vielleicht auch selber ergänzen kann. Also das soll es aber dann gewesen sein von diesem Video rund um das Modell nach Dahrendorf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls dem so ist, lasst ein Like da. Kommentiert gerne und lasst jetzt ein Abo da. Haut rein und ciao.